Und das Ganze in Italien, im Land von Ferrari. Freitag stark bewölkt, Samstag komplett sonnig, da bin ich ja mal gespannt, und Sonntag ebenfalls stark bewölkt. Aber die Abstimmung momentan läuft ja hinaus, dass ich zu Ferrari wechseln soll. Und einige schreiben immer noch in den Kommentaren, ja, Ferrari, Mercedes, Ferrari, Mercedes, Ferrari, Mercedes. Ihr sollt Daumen nach oben geben, nicht solche Kommentare schreiben. So, Training, das sieht aber echt stark bewölkt aus. Das ist schön, das habe ich gerne. Hi, der gibt doch mal wieder Kommentare von sich, der Herr Renningenieur. Wahrscheinlich werde ich einen neuen frischen Motor in das Heck unseres Boliden einpflanzen. Und das Sound ist mir immer noch auf den Ohren zu laut. Das geht auch nicht. So, ich denke, dass wir hier eine super Top-Speed-Geschwindigkeit haben. 350 erreicht man hier am Ende. Nicht sogar noch mehr. Naja, nee, aber das Auto ist komplett unruhig. So, die erste Runde 1. 24.255. Das wird noch besser gehen. Ich fahre hier einfach so Zickzack-Linien, ey. Hülkenberg. Schreiben wir da echt einen Weg. Muss man leider so sagen. Also ich rechne mir auch wieder hier die Pole Position aus. Ganz klar. So, Katja Gern lässt mich wenigstens gut vorbei. Oh, Schumacher, hätte ich nur weiter nach rechts fahren können. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Dieser Linksschwenker da noch von ihm. Fährt er jetzt auf der 2, Webber auf der 3, Grosjean auf der 4. Aber in keinen von den beiden Teams werde ich in der letzten Saison fahren. Da ist immer noch die Abstimmung momentan für Ferrari. Ich glaube 31 zu 28 zu 25. 28 hat Mercedes momentan. Und 25 hat Toro Rosso. Also Toro Rosso hat mich da von allen bis jetzt überrascht. Ist die Frage halt, fahre ich jetzt sofort raus oder nicht? Und weil wir dieses Boxenstopp-Problem hier, oder die Boxengarage-Problem mit dem Frapster, das ist überall so, dass sie da runtergehen. Jetzt steigen sie dafür wieder hoch auf 25, das was ich brauche. Normalerweise muss man hier so fahren, so, 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 und dann darf man jetzt wieder raus beschleunigen. Aber ich habe mal demonstriert im Qualifying, was man nicht machen sollte. Ich glaube, wenn man einen davon umfährt, bekommt man sogar eine Durchfahrtsstrafe noch aufgebrummt. Also, ja. Aber die Rennkommissare haben sich im Vergleich zur letzten Saison schon mal verbessert. 354. Und der Glock steht mir schon mal wieder gut im Weg. Die Runde können wir vergessen, ey. Alles andere als die Pole Position wäre eigentlich eine Enttäuschung. Und den Fahrer kennen wir ja auch schon mittlerweile. Jetzt machst du Platz, danke. Timo Glock fährt ja diese Saison in der DTM. Bin ich aber gespannt, was er in Hockenheim bewältigen kann. Ob er schon Punkte holen kann. So, ich weiß auch aus Erfahrung, dass das reichen wird. Die 1, 22, 2, 3, 8. Wieder ausgeschieden Felipe Massa, also Fernando, steht Fernando auf der 8, also ich würde mal sagen, das ist dann doch was Schönes, wenn man dann doch im Ferrari sitzen kann nächste Saison. So, diesmal fahre ich aber direkt raus. Auf geht's. Ohne langes Warten hier, hab ich wieder einen Timo Glock vor mir, der jetzt zwar nicht mehr mitfährt, aber egal. Es geht darum, freie Fahrt zu haben. Ja, könnte schon mal Platz machen, wenn ich von hinten angerast komme. Dann kam die zweite Saison im Lotus. Mein Gott, schon so lange ist das her. Jetzt war ich schon die vierte, also die Zeit vergeht in meinen Augen viel zu schnell. So, ich habe jetzt aber keinen Reifenplatz davon. Lewis, deinem Rennen passiert. Qualifying 3. Ob ich hier die Pole Position herausfahren kann. Wir warten natürlich wieder am Anfang, ist ja logisch. Hey,
bis die meisten rausgefahren sind. Ja, ja, ich will immer, im Q3 möchte ich immer der Letzte sein. Da habe ich freie Fahrt. Weil wenn ich als Erster rauskomme, muss ich aber die ganzen kleinen Teams eventuell noch vorbeilassen. Also, gut, im Ferrari mich eine Box sogar weiter rechts, sehe ich gerade. Da könnte man sich dann wieder ein bisschen überlegen. Oh, das ist ja ein riesiger Abstand nach vorne. Ist der mitten um so viele Feuer mehr rausgefahren? Ey, doch, so. Boah, hätte ich es nicht gedacht. So, Hamilton jetzt auch auf der seiner schnellen Runde. Hat kein Verkehr vor sich, das ist super. Da hat das Team jetzt mal super Arbeit gemacht. 1, 2, 20, 2 von Raikön, 1, 21, 7 von mir. Momentan schieße ich vor beiden Lotus-Fahrern. Okay. Mal schauen, ob sich Hamilton noch verbessert. Eigentlich müsste das auch wieder super laufen. Auch bei ihm. Ja, mit einem Doppelsieg wird es trotzdem nichts. Da muss schon viel passieren. Sehr viel passieren. Sieht sehr stark bewölkt aus. Mein Ziel ist natürlich, wer der Erste nach dieser Sensations-Pull-Position, ja, das kann man ja nicht mehr bezeichnen. Warum haben wir belgische Flaggen links? Naja, egal. Bloß nicht abfliegen, Leute, die Devise. Gerade sage ich es noch, bloß nicht abfliegen, da passiert es dann schon. Oh ja, einer links, einer rechts, genau. Das geht auch gut, Kollegen. Da ist auch was passiert jetzt. Gelbe Flaggen, ich darf jetzt nicht mehr überholen. Könnt ihr sagen, Lewis will mich vorbeilassen? Danke. Oh, Alter, das Auto, das ist da. Oh, fahr vorbei. Pass doch auf, wir sind im selben Team. Ja, soll schneller um die Kurve fahren. Alter, der Bremsprung ist komplett anders, ey. Mein Gott, und das dritte Mal in den Kies. Was ist das eigentlich für gleiche Konzentrationsfehler? Die dürften eigentlich gar nicht passieren. Wir sind am Anfang des Rennens. Wir sind schon in Runde 4. Einfach früh wechseln wir auch noch in der Boxengasse. Da war was. Da war was in Runde. Boah, ey, das Auto untersteuert wie bekloppt, habe ich gerade echt das Gefühl. Die Rundenzeiten sehen gut aus. Naja. Schalte in den dritten runter, genau, damit ich um die Kurve wenigstens komme, danke. Ich komme in keinen Rhythmus rein, das ist auch ein bisschen blöd. Nur Monster wird nicht meine Strecke. Ich finde die auch nicht gerade einfach zu fahren, auch wenn es fast nur geradeaus geht, aber die ist so eine Strecke. Ja, da hat er wieder nicht runtergeschaltet und das merke ich sofort. Danke. Wenn ich einen Rhythmus habe, bringt mir das gar nichts, wenn ich auf Fett fahre. Das ist sinnlos. Und überhaupt, wie man das der mal langsam Benzin sparen muss, der Kollege. Da habe ich so langsam einen Rhythmus gefunden. So, Podium ist drin. Sieg, stelle ich mal ein dickes, fettes Fragezeichen dahinter. Die Kurve hat mir schon so viel gekostet, dass. Vor allem vier Positionen. Aber dass da so ein Patzer am Ende erst nur rauskommt, ist schon. Da habe ich die Kurve komplett falsch eingeschätzt. Ganz klar. Mann, ey, diese zwei Rechtskurven hier. Jetzt bleib ich nochmal bei 20 Frames. Ist das so schwer? So ein scheiß Apple-Update will ich nicht sehen, ey. Komm, schick mich raus. Scheiß Frontflügelwechsel, ey. Das war aus der Boxengasse. Das ist Weber. Gut gemacht. Das war die schnellste Rennrunde. Dann bin ich auf dem Podium. Weber ist dir dicht auf den Fersen. Versuch die ganz 25 neu ist. Aber jetzt kommt das Auto am besten. Das kommt mir immer noch am besten klar. Martin fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Ich wollte jetzt eine Strafe entgehen.
Da bin ich nämlich komplett verschätzt. Und Schumacher ist auf der 1. Das heißt, das ist das Führungstour da vorne. Nein. Nein. Habe ich jetzt so viel gut gemacht auf die beiden oder was? Ich habe jetzt nicht gesehen, welchen Reifen der gefahren ist. Habe ich ganz vergessen zu gucken. Vettel auf der 16. Okay, dann war er das, der da in der ersten Runde weggefahren ist. Nein! Da kommen vollkommen dann wieder die nächsten Überrundungen. Hamilton verliert weiter Position. Da ist die Frames da ja richtig runtergegangen. Ich denke mal, das war fair. Jetzt habe ich halt wieder ein bisschen mehr Benzin drin. Für den letzten Stint. Schumacher, tschüss, es war schön mit dir. Doch, mein letzter Boxenstopp geht jetzt schon an. Eine Runde wahrscheinlich früher als seiner. Jetzt heißt es die schnelle Runde, Kind zaubern. Das ist am besten ohne Verkehr! Ist das Schumacher? Oh, deutlich vor ihm geblieben. Jetzt wer bringt das Ding nach Hause? Drei Sekunden können schnell aufgeholt werden, besonders wenn man so einen Fehler jetzt reinhaut. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Oh! Na, ist ja noch besser. Weil ich muss kein Benzin sparen. Durch den Fehler ist das nochmal spannender geworden hier, die ersten Runden mal wieder. Ungewollt von mir natürlich. Jetzt ein bisschen noch die Reifen schon, damit sie auch durchhalten. Ja, Raikön muss ja noch in die Box, also Rüscher 13 Sekunden jetzt Rückstand auf mich. Jetzt ist Weber auf die 4 gefahren. Also Rüscher noch mehr im Spritsparmodus. Nach Italien kommt Singapur. Mal gucken, ob wir da wieder eine Safety Car Phase erleben dürfen. Und wieder so ein Wetterchaos. 7 Sekunden. Okay, es ist nicht verfügbar, okay. Kann ich hier gar nicht gebrauchen. Schumachers Rundenzeiten sind etwas schlechter als deine. Er kann dein Tempo nicht mitgehen. Das beruhigt mich. Grosjeans Rückstand beruhigt mich noch mehr. Also nur noch Schumacher wirklich der einzige Gegner, den ich noch habe. Wenn ich jetzt hier keinen Bock missbaue. So, ohne Kers bin ich dann aufgeschmissen, wenn der Schumacher jetzt nochmal richtig rankommt. Weil ich brauche Kers. Brauche ich einfach. Das bringt mir diese 3 Zehntel, die ich einfach brauche. Da macht wohl 4 Zehntel der erste Sektor aus mit Kers. Raikön, neue schnellste Rennrunde. Ja gut, mit Supersoft, mit Medium natürlich jetzt. Mit Supersoft. Mit Supersoft, wir waren mit Supersoft. Nein, natürlich nicht mit Medium. Ich brauche mich gar nicht einschränken, die Zeit kann ich eh nicht mehr fahren. Außerdem ist das auch nicht mein Ziel. Also Sektor sind wir gleich schnell. Mit der Sektor ist er wieder schneller und im Schlusssektor bin ich dann wieder schneller. So ergänzt sich die Rundenseiten. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als das Auto hinter dir. Ich hätte mir 11 Sekunden Vorsprung, ist aber was Größeres schief gegangen. Bei Schumacher. Jetzt muss ich schon über eine Sekunde aufhören, um mich überhaupt noch einzuholen. Also jetzt ist das Ding in trockenen Tüchern, wenn ich keinen Fehler mehr mache. Also momentan sieht es eigentlich das Podium klar aus. Ich vor Schumacher, vor Grosjean. Die Konstrukteurswertung wäre es gut, wenn Hamilton durchkäme. Können wir den Vorsprung auf Lotus vergrößern. Das wird eine Durchfahrtsstrafe geben. Danke, Glock! Danke! Du hast eine Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhalten. Ja, verdient er mal! Konzentriert und kommt innerhalb der nächsten 3 Runden an die Box. Ey, kann man denn da so langsam fahren? Mein Gott, lern mal Platz zu machen, ey, nicht in der Kurve richtig abbremsen, ey. Mann, ey, das regt mich immer auf.
Warum fährt die KI nicht einfach die Scheißkurve mit? Nein! Ja, genau. Im Kurvenscheide steht der. Im Kurvenscheide. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Mal wieder Timo Glock. Ey. Spa im Red Bull hier. McLaren im Italien. Was kommt denn noch alles? Aber da muss ich hinter dem Hintermann noch wehren, ey. Und er wird das Morgenluft. Da bist du sicher geglaubter Erster, ey, was ist? Da macht dich eine Überrundung fast kaputt, ey. Dann könntest du dir halt ihn packen, ja? Ihn packen und schön. Weil über die Kurve ist kein Platz, nebeneinander zu fahren. Das ist halt das ist eine Risikokurve. Das kann nicht gut gehen. Nach dem Rennen würde ich mich nicht um den Sieg freuen, dann würde ich mal zum Timo Glock rennen, ey. Was er sich dabei gedacht hat. Vor allem 2 Sekunden ist nix. Die können ganz schnell weg sein. Zum Glück habe ich jetzt 4 Runden lang hoffentlich keinen mehr vor mir. Kottmeister, Sie müssen das Schreibensystem umschreiben, ja? Weil, immer so der Randnotiz an euch. Oh. 2,4, also das wird nochmal ein Eiertanz hier. Oh, da sehe ich doch noch jemanden vor mir, ey. Oh nein, ich habe das Gefühl, wo ich ihn nur noch treffen werde. Bitte fahr die Kurve schnell. Keine blauen Flanken. Ja, Gott sei Dank. Du hast 2 Sekunden. Blaue Flaggen, danke. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch startet. Danke, der Lauser. Es wird denn nicht über die letzte Morgenluft, ey. Und das ist der Hauch des Sieges. Das ist wieder Timo Glock. Nee, scheiß Pick. Die Lücke zwischen Mach Platz! Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. In Position verloren. Rosberg hat sie alle, Schumacher hat sie alle kassiert. Ausgeschieden ist. Sind 3 Fahrer, Pastor Maldonado, okay, Nico Hülkenberg und Paul Di Resta. Ja, Timo, dass du 21er wurdest, das gönne ich dir so ein bisschen. Ein Pastor Maldonado sollte er schon noch reinholen, ey, also sonst wird der nächstes Jahr gefeiert hier. Da sprich ich dann ein Wörtchen mit, Kollege. Ah, ich hab Sebastian Rennsiegen mal wieder geknackt. Nächste Hürde wäre ein Schumacher. Schaffe ich auch noch. Soll ja kein Problem sein. Ich könnte hier die Fahrerweltmeisterschaft schon. Ich kann in Singapur schon die Fahrer-WM. Mensch, was kriege ich denn hier? Force India, HRT, Marussia. Okay. Tolles Angebot. Sonnig. Ah. Oh. Was hältst du davon? Sollen wir die Entwicklung dieses Autos stoppen? Ja! Hab ich doch schon gegeben. Mann. Schwer vom Begriff, oder was? Oh Mann, ey. 1-0 geht's gegen Nico Rosberg, schon erwähnt.